Moin, Ladies and Gentlemen, guess who's back? Wir sind wieder da. Ja, es ist tatsächlich wahr. Wir haben es geschafft, ja, nach einigem Hin und Her jetzt tatsächlich den Spielstand hier soweit zu modden und können nun weitermachen mit unserem geliebten Projekt, nämlich dem Taiwan-Projekt im Politik-Sommer 4 Power Revolution. Das Politik-Sommer, ihr wisst Bescheid. Ja, und heute dann dementsprechend so ein bisschen noch mit einer Zwischenübergangsfolge, möchte ich meinen. Also wir sind jetzt tatsächlich schon im effektiven Gameplay angekommen, ja. Aber ich muss noch hier und da so ein paar, sagen wir mal, Kleinigkeiten noch so mal ein bisschen berichtigen. Weil wir müssen noch schauen, dass wir hier unter anderem, ich sehe es schon wieder, nochmal die Aktivierung der Reservisten nochmal anordnen. 1,6 Millionen sind das. Davon lässt er mich jetzt erstmal nur 3% einziehen, 3.000 einziehen. Ja, wir müssen gucken, dass ich erstmal, wie gesagt, die Solateska wieder auf Schirm bringe. Dass das hier soweit stimmt. Ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle schon mal ganz herzlich bei Erik Zockt LP. Also Erik, grüß dich. Schönen Dank, vielen lieben Dank für den Follow und herzlich willkommen, mein Lieber. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, genau. Also ich habe, wie gesagt, noch unsere gesamte restliche Armee, das seht ihr schon, soweit eingerichtet, wie es gewesen ist, größtenteils. Kann sein, dass wir gerade zum Beispiel hier feststellbar Raketenwerfer von der Stufe 2 da noch ein kleiner Fiasko unterlaufen ist. Jetzt ist nur die Frage, wie war es nochmal? Ach genau, ich muss glaube ich durch die Einheit selbst gehen und dann konnte ich auf Abriss gehen und dann die 108 abreißen. Genau, weil die braucht, wie gesagt, ja kein Mensch mehr. Von da kann ich mir die schon mal schenken. Batterien der Stufe 1 ist auch völligst im Arsch. Braucht auch kein Mensch. Die 5 können auch weg. Wie gesagt, also zwischendurch habe ich ein paar Altbestände nicht vernichtet. Gilt nicht für alles, aber hier und da ja, gibt es dann dementsprechend noch Punkte, wo ich jetzt nicht hinterher war. Genau, geschützte Stufe 1 bis 3 einschließlich ist auch alles irgendwie Sachen, die ich nicht haben will. Na, wir, das sind jetzt noch so ein paar Reparaturmaßnahmen. Das ist gerade die Armee, wo ich mich gerade verflintet hatte, dass wir da nämlich anfangen. Aber wir haben natürlich auch noch einige andere Baustellen, wo wir gucken müssen, uns jetzt so ein bisschen irgendwie durchbehelfen. Na, also ich merke schon allein, dass unser Haushalt momentan zu 38% aus dem Landwirtschaftsbudget besteht. Da merkt ihr schon, da laufen noch gerade so ein paar Sachen schief, um es mal so vorsichtig auszudrücken. Oh, hatte noch Hubschrauber der Stufe 2, weiß das noch wer? Ich habe leider meine Notizen dahingehend mittlerweile schon vernichtet. Ich weiß, dass ich auf Drohnen grundsätzlich nicht setze. Also außer jetzt vielleicht mal hier und da eine Kamikaze-Drohne, aber genau, da sind noch die 500 Stück da. Das weiß ich nicht. Ich weiß, dass wir keine Jagdflieger Stufe 2 haben. Das kann ich ganz klar sagen. Die sind viel zu kurz in Sachen Reichweite. Die braucht kein Mensch. Genau, ja, ich bin mit den Helikoptern jetzt nicht sicher. Lass ich jetzt erstmal da, will ich nicht verschreien. Kreuzer Stufe 2 habe ich, glaube ich, auch keine mehr. Die hatte ich damals im ersten Krieg alle verloren. Ich bedanke mich übrigens bei Black Thunder für den Prime Sub. Vielen lieben Dank. Ihr seid natürlich an der Stelle wieder herzlich dazu eingeladen, aufgerufen, ne, uns natürlich zu unterstützen. Dürft ihr gerne auf verschiedenste Art und Weisen tun. Ne, für euch auf Twitch natürlich jetzt halt möglich über Subs, Bits, Einzelspenden, ne, könnt ihr dementsprechend natürlich immer gerne hinterher. Falls ihr noch wie Erik jetzt bis zum Anfang der Folge nicht Follower gewesen seid, dürft ihr uns auch gerne ein Follow da lassen. Würde ich mich auch sehr darüber freuen. Seid ihr, wie gesagt, sehr herzlich zu eingeladen. Ansonsten für euch da draußen auf YouTube natürlich auch verschiedene Möglichkeiten. Erstmal Daumen nach oben für die Folge, Kanalabo nicht vergessen. Ne, dann seid ihr schon gut dabei und wenn ihr tatsächlich noch irgendwie ein, zwei Mark übrig habt, Kanalmitgliedschaften auf YouTube, lege ich euch auch sehr ans Herz. Ne, falls ihr da ein Member werden wollt, uns monatlich supporten wollt, würde ich mir das auf jeden Fall wünschen. So, grüß dich, Sören, hi. Schönen guten Abend noch erstmal an Mahai, Warlords, Seth und TG. Und Seth stellt mir eine Frage. Ich habe eine kritische Frage an dich. Oh, shit, ich weiß schon, welche Richtung das geht. Malte, was denkst du, wenn du an den Krieg Israel-Gazastreifen die Ecke denkst? Boah, Leute, wie viel Zeit habt ihr mitgebracht? Also, ich bin nicht der größte Nahost-Experte auf diesem Planeten, ne? Aber da ihr natürlich mich kennt und ich ja zu jedem Scheiß meinen Senf dazu abgebe, dazu bin ich auch irgendwo da, werde ich mich mal folgendermaßen äußern. Also, Grundsituation ist ja, wenn wir jetzt das Rad der Zeit sehr stark zurückdrehen, hat sich der Staat Israel ja, sagen wir mal, auf einem Territorium gegründet, das zu dem Zeitpunkt schon durch Palästina als solches belegt war. Ne? Wir reden jetzt sozusagen dementsprechend, ich sag jetzt mal, die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Ne? Hat sich dort der Staat Israel gegründet, woraufhin dann auch direkt quasi mit Gründung
alle umliegenden arabischen Staaten dem Dings ungefähr den Krieg erklärt haben. Israel sich durch wundersame Art und Weise, mehr oder weniger, auf jeden Fall durchsetzen konnte. Soweit das Staatsgebiet, ich sag mal, nahezu herstellen konnte, wie wir es heute kennen. In Größenkategorien, ich sag auch nahezu. Gefolgt ist die ganze Geschichte aber nochmal, ich glaube, von zwei weiteren Kriegen. Also Yom Kippur auf jeden Fall. Aber ich meine, da wäre sogar noch einer dazwischen oder einer danach gewesen. Auf jeden Fall so kriegstechnisch gewesen, auf jeden Fall. Ja, das stimmt so nicht, das Gebiet gehört zum britischen Mandat. Ja, aber ich meinte von den Menschen, die daher leben. Ne? Auf jeden Fall haben die arabischen Staaten unheimlich auf die Fresse bekommen. Also zeitweise war das ja so gewesen, wir gehen jetzt mal doch mal ganz kurz eben geografisch dahin. Zeitweise war es ja so gewesen, dass Israel ja nicht nur aus dem Staat Israel besteht, das wir jetzt hier irgendwie haben, das ich jetzt aber leider nicht gesondert aussehen kann, aber ihr seht es, denke ich, hier ganz gut. Sondern tatsächlich an der Stelle auch noch den Gazastreifen, das ist ja die Ecke, um die es heutzutage geht hier, die Ecke, ne, das Westjordanland besetzt hatte. Dazu noch die sogenannten Golanhöhen, das müsste ungefähr diese Ecke hier sein, im Bereich Syriens. Und tatsächlich auch noch die Sinai-Halbinsel, was territorial auch nicht wenig ist und nicht besonders weit weg von Kairo. Genau, auf Vermittlung der Amerikaner hat man sich dann quasi auf einen Vertrag geeinigt, vor allem prinzipiell zwischen den beiden Hauptkriegsparteien, zwischen Ägypten und Israel. Das war damals sozusagen dann diese Hauptgeschichte, Israel quasi damals als Anführer dieser muslimischen Staatenkonföderation. Ja, wir haben sich die Staaten geeinigt, dann unter Vermittlung dementsprechend das mit Palästina auch so halbwegs geregelt. Ja, läuft jetzt darauf dann noch hinaus, dass wir dann noch jetzt als weitere Kriegspartei oben im Libanon die Hezbollah haben, die wiederum querfinanziert wird vom Iran. Iran jetzt mittlerweile der neue große Feind Israels, also geografisch natürlich schon ein bisschen Distanz dazwischen. Ägypten ist jetzt auch mittlerweile so ein Staat geworden, halt wie gesagt durch diese Friedensprozedur. Ich glaube, einer der wenigen, die auch tatsächlich Israel als Staatsterritorium anerkennen. Auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, also hier zwischen sind jetzt mittlerweile, ich sag mal, neutrale Beziehungen. Das ist jetzt keine Liebesbeziehung, aber man respektiert sich irgendwie so halbwegs. So, ne, und dementsprechend ist das so ein bisschen Status Quo, ne, also oben im Norden haben wir dementsprechend im Libanon, da ist der Israel auch schon ein paar Mal einmarschiert, ne? Irgendwie, ich glaube in den 80ern war das gewesen. Und es gab doch nochmal irgendwas anderes. Gab es nicht nochmal irgendwie 2006 nochmal irgendwie so eine Geschichte? Aber noch gar nicht so lange her. Also das israelische Militär zeigt sich immer gerne umtriebig. Anhand der Kulissen von Bedrohungen finde ich aus meiner Sicht auch zurecht. Ja, genau. Und jetzt haben wir dementsprechend eine Situation zwischen Israel und Palästina, die sich jetzt gerade auftut, dass im rechten Teil Palästinas, im sogenannten Westjordanland, hier an dieser Stelle markiert, ich sag mal, die eher gemäßigteren palästinensischen Kräfte herrschen, die sich so ein bisschen versuchen, mit Israel so halbwegs zu arrangieren. Und auf der linken Seite dementsprechend der Gazastreifen regiert von den Hamas-Kräften, die mittlerweile ja in den Medien auch bekannt sind. Von dort aus übrigens auch diese Streitkräfte, diese Kämpfer kamen, ne, die scharenweise Zivilisten abgeschlachtet haben. Also ich meine, was waren es jetzt eigentlich? Zwischen 1500 und 2000, ne? Irgendwie so in dem Bereich auf jeden Fall. Also nicht wenig, ne? Also da wurde mal eben so ein ganzes Dorf quasi zahlentechnisch ausgelöscht. So, ne? Und da muss man auch sagen, mit Techniken bzw. Kampfmitteln, die man den Kämpfern aus dem Gazastreifen so nicht zugetraut hat, den Hamas-Kämpfern. Ne? Auf der anderen Seite natürlich auch aber schwerstes militärisches Versagen und Geheimdienstversagen auf Seiten Israels. Die Kollegen sind teilweise quasi Luft-Lande-Operation mäßig mit irgendwie so Gleitfliegern und so gelandet. Ne? Also quasi einmal über die Mauer, die ja sozusagen so Trennmauern da in der Ecke, ne? Quasi einmal so drüber gehüpft. Ne? Und ja, genau, haben da jetzt entsprechend Unwesen getrieben, konnten dann von den israelischen Streitkräften dann, ich glaube, so, was war, binnen 48 Stunden dann entfernt werden. Ja, aber jetzt natürlich die politische Lage so, dass bei 2000 Toten und der Vorhistorie der ganzen Geschichte jetzt natürlich Israel als solches mit dem Hufenschart und unbedingt Bock auf Vergeltung hat. In diesem Fall ist das erklärte Ziel, den Hamas jetzt im Gazastreifen auszulöschen. Wir haben normalerweise, ich sag mal so, Status Standard ist hinten in der Ecke, dass
die Palästinenser und Israelis sich gegenseitig mit Raketen beschießen. Das ist so quasi Standard. Israel verfügt ja auch über eins so der besten Abwehrsysteme, was das angeht, die es so auf dem Planeten gibt. Ne? Einfach weil ständige Drohkulisse nicht nur vom Gazastreifen aus, sondern auch noch vom Libanon auch ganz gerne mal, weil Hisbollah schießt auch ganz gerne rüber. Naja, auf jeden Fall ist jetzt die Situation so, dass sie auf Rache gesinnt wird. Falls ihr euch fragt, warum hat man die Hamas nicht vielleicht schon mal früher entfernt, weil man ja weiß, dass Radikale hier entstehen, das liegt daran, dass zumindest laut offiziellen Begründungen israelischer Seite man sich gesagt hat, man hat Schiss, dass wenn man jetzt, Schiss damals gab, wenn man die Hamas entfernt, nicht die Hisbollah zukäme, nein, sondern der Islamische Staat da irgendwie das Sagen kriegen könnte. Und das war, ich sag mal so, bis vor 5-6 Jahren war das ja noch alles, also vor 5-6 Jahren war das ja noch so, ich sag mal, die Islamisten, die du gar nicht haben wolltest, ne? So die ganz radikalen Kämpfer. Jetzt sagen sich die Israelis halt, jetzt ist auch scheißegal, die kommen her und schlachten 2000 Leute vor uns ab, jetzt geben wir Gummi. Ja, und dementsprechend haben natürlich jetzt Israel, hat glaube ich 300.000 Mann eingezogen, was für eine Bevölkerung von, wir gucken mal ganz kurz rein, 9 Millionen sind 300.000, tatsächlich ein ganz gutes Stückchen. Israels Militär ist ja auch noch so gestrickt, das ist ja ganz anders als das deutsche Ding, was wir hier kennen. Ne? Da hinten gibt es noch Wehrpflicht, Langzeitwehrpflicht quasi noch für Männer, für Weiblein. Ne? Hoch ausgerüstetes Militär, wie gesagt, auch in Kriegsführung noch sehr geprobt und sehr geübt, weil, wie gesagt, so im Prinzip alle 10 Jahre muss das israelische Militär mal ausrücken. Und ja, will jetzt dementsprechend, also hat es gesagt, gab es so quasi diesen nördlichen Bereich des Gazastreifens, dass sie da rein wollen. Ne? Und ja, die Reaktion darauf sieht folgendermaßen aus. Der gesamte Westen steht so klassischer Natur dementsprechend hinter Israel. Die US-Amerikaner haben auch schon ein oder zwei Flugzeugträger in die Ecke mal reingepackt, um mal so ein bisschen Dominanz zu etablieren. Wiefern sie am Ende wirklich angreifen, lass dahingestellt sein. Die Hisbollah hat ganz massiv ihren Raketenangriff verschärft, aber ist noch nicht zu einer größeren Offensive rübergegangen. Also quasi machen sie nur mehr Terz auf dem Level, das man sonst auch gewohnt ist. Warum? Weil die sich gerade momentan wohl noch mit sich ein bisschen ringen, ob sie, also was ich so gehört habe, ne, wie gesagt, quellentechnisch müsst ihr mal so ein bisschen bei ARD, ZDF mal so halbwegs vorbeischauen. Hier und da habe ich nochmal vielleicht einen Podcast noch mit beigemischt. Ne, also wie gesagt, vertraut immer drauf, bildet euch selbst. Ihr kennt das ja, nicht nur meine Erzählung glauben, ne, sondern selber eine Meinung bilden. Aber ich kann euch nur sagen, wie das aus meiner Sicht ist. Ne, die ringen gerade immer ein bisschen mit sich, ob sie wirklich rein sollten oder nicht, weil es ist ja nicht so, dem Libanon geht es ja wirtschaftlich Katastrophe. Ne? Immer wenn ich absolutes negatives Beispiel für wirtschaftliche Entwicklung angebe, momentan ist der Libanon, ne? So von der Gesamtsituation her. Und ob du das jetzt unbedingt gebrauchen kannst, dich dann jetzt auch noch mit Israel anzulegen, die jetzt momentan sowieso eigentlich nur Blut in Augen sehen, ne? So, also wo richtig die Gier da ist, jetzt hier auch Vergeltung zu üben. Chance-Risiko-Verhältnis auf libanesischer Seite momentan wird als nicht besonders prickel eingeschätzt und deswegen macht man jetzt so ein bisschen das Notwendige, um der arabischen Welt zu zeigen, ja, wir stehen an der Seite der Hamas, ne, wie gesagt, Raketenangriff, dies, das, was man halt von einer Hisbollah-Terrororganisation so gewohnt sein sollte, ja, aber jetzt noch nicht bodenoffensivtechnisch irgendwie was, weil man jetzt momentan gar keinen Bock hat, sich aus, glaube ich, libanesischer Sicht dahingehend, oder aus Hisbollah-Sicht vor allem erstmal, ne, das ist ja mehrere Fraktionen dahin, aber sich da mit denen anzulegen. Ja, und die iranische Seite hingegen, und das ist momentan das Interessante, da bin ich jetzt sehr gespannt, was passieren wird, die hat durch den Außenminister relativ klar gesagt, marschiert ihr in den Gazastreifen ein, ne, wir haben auch den Finger am Abzug, ne, und das dann losgeht. Wie auch immer geartet Natur das aussehen soll, vor allem, weil ich nochmal auch anmerken möchte, dass da zwei Länder zwischen sind, ne, zwischen Iran und Israel, da ist noch Jordanien und der Irak zwischen und ich glaube, die beiden haben sich jetzt so noch gar nicht groß gemeldet, beziehungsweise ich glaube, Jordanien und Saudi-Arabien waren so die beiden Staaten, die eigentlich momentan eher sogar auf Annäherungskurs mit Israel waren. Ne, von da, ich kann es euch noch nicht sagen, was da jetzt am Ende so richtig draus wird, passiert, hast du nicht gesehen. Behalten wir auf jeden Fall mal dementsprechend im Auge, ne? Aber ich gehe davon ganz klar aus, also Israel wird jetzt keine halben Sachen machen, die werden in den Gazastreifen reingehen. Ob sie jetzt nur im Norden reingehen, wäre aus meiner Sicht zu wenig. Wenn du sagst, du willst da rein, du willst die Hamas platt machen, dann musst du jetzt den gesamten Gazastreifen dahingehend besetzen. Ne? Und wie das der Rest auffasst, weiß ich nicht. Aber Israel hat in der Vergangenheit schon gezeigt, die sind
eigentlich in der Region so mächtig, dass wenn es wirklich darauf angeht, die auch keinen Stress damit haben, sich mit 2-3 Mächten in der Region anzulegen. Ne? Also wie gesagt, ich erinnere daran, Westjordanland war auch schon mal besetzt, wir hatten die Thematik um die Golanhöhen, ne? In Libanon sind sie auch rein, Sinai-Halbinsel und Ägypten war nun wirklich, also zu der damaligen Zeit auch keine kleine Aktion. Warum habe ich dann hier hinten einen taiwanischen Atomar-U-Boot? Warum ist denn das hier hinten? Okay, ich sollte tatsächlich das Militär nochmal sammeln. Ja, gut, dass ich das nochmal sehe, dass das hier auch hinten steht. Nee, genau, also deswegen behalten wir tatsächlich nochmal so auf jeden Fall die Geschichte ein bisschen im Auge, ganz klare Sache. Wie gesagt, wenn ich jetzt Israel wäre, ich würde da kurz einen Prozess machen. Also kurz einen Prozess ist relativ, weil das ist ein sehr dicht besiedeltes Gebiet, das sind Stadtkämpfe en masse, aber jetzt macht dem Ding ein Ende. Jetzt hast du Legitimation dafür, du hast die Streitkräfte dafür, ne? Für Netanyahu gibt es eh nicht mehr viel zu verlieren, weil er wahrscheinlich bald zeitnah weg sein wird. Von daher, ich würde das Thema jetzt durchziehen. Ne? Ich würde sagen, jetzt ist vorbei. Ne? Genug mit Friede, Freude, Eierkuchen. Jetzt machen wir dann Nägel mit Köpfen. So, und wie gesagt, lass den Iran dann zappeln. Will ich mal sehen, ob der Iran wirklich was tut. Wenn der Iran was macht, erstens natürlich Action von Israel selbst, zweitens bin ich auch mal sehr gespannt auf die Reaktion der US-Amerikaner, weil ich kann mir nicht vorstellen, wenn die Israel angreifen, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Amerikaner tatenlos bleiben. Nicht, also gerade nicht unter Administration Biden, die ja so, glaube ich, die potenziell möglichst freundlichste Variante ist, ne, für Israel, weil, also ich sag mal so, die größten Israel-Freunde, wenn du das auf der politischen Karte sich betrachtet bei Amerika, das wären so die rechtsseitig gelagerten Demokraten. Ja, die linksseitig gelagerten Demokraten, die sind sowieso mal gegen jede Art von Krieg, da braucht man sich keine Illusionen hingeben. Und bei den konservativen Hardlinern ist immer so ein bisschen die Frage, je nachdem, wie die das sehen. Ne? Aber auch bei Republikanern ist Israel jetzt nicht so unbeliebt in dem Sinne. Ne? Und von daher, also, aber wenn ich jetzt aus israelischer Sicht denke, ich verstehe die Begründung, ich verstehe warum. Ist es human oder beziehungsweise ist es für die Menschen völlig Banane? Natürlich ist es für die Menschen da hinten völlig beschissen. Ne? Weil wenn da hinten jetzt ein Krieg reinrollt in Gazastreifen, wir können mal ganz gut gucken, sind die Zahlen hier vielleicht halbwegs aktuell, 3 Millionen Menschen, die ja Pi mal Daumen leben. Ne? So, und da könnt ihr euch vorstellen, dicht besiedeltes Gebiet, wenn die da richtig reinrollen, ne? Und ihr wisst, wie Stadtkämpfe aussehen. Ne? Das haben wir in den letzten Jahrzehnten doch mal häufiger erlebt. Wir haben es jetzt zuletzt, wenn es mal einen richtigen Fleischhof sein soll, so Bachmut haben wir gesehen. Steht nicht mehr viel, sag ich mal. Ne? So, das große Problem ist, die Palästinenser will auch niemand haben. Also, die Einwohner. Ne? Also, wenn ihr jetzt mal kurz überlegt, die fliegen momentan vom Norden nach Süden vom Gazastreifen, weil, wie gesagt, Israel schon gesagt hat, im Norden gehen wir sowieso rein. Ne? Das Westjordanland, abgesehen davon, dass man dadurch durch Israel irgendwie durch müsste, die Seite will sie nicht haben, weil die gemäßigten Kräfte im Westjordanland haben Schiss vor der Hamas, dass die irgendwie bei ihnen den Laden übernimmt, dass da Leute von reinkommen. Und selbige Geschichte gilt auch für die Ägypter, ne, die jetzt sozusagen dann die andere Grenzrichtung bilden für die Leute aus dem Gazastreifen. Die sagen auch ganz klar, Grenze dicht, hier kommt nichts rein, wir haben keinen Bock auf irgendwie 1 Million Flüchtlinge oder so. Wollen wir nicht haben. Ne, und ich sag mal, da ist nicht hier so lieb, nett und offen, wie Deutschland es in der Vergangenheit gewesen ist, sondern da werden knallhart, wenn es sein muss, auch die Menschen an der Grenze freck gelassen. Ne? So, finde ich das doll? Nein, finde ich nicht. Ist es aber momentan Realpolitik? Ja, leider. So, ne? Und von daher ist das so ein bisschen die Grundausgangslage. Ne? Und ich bin mal halt gespannt, was jetzt passiert. Also, wie gesagt, also ich würde jetzt halt sagen, als Israel-Stelle, ich würde da jetzt reingehen, Gazastreifen kaltstellen und je nachdem, wie viel Bock ich habe, würde ich vielleicht auch da gleich bleiben. Ja? Momentan, neuerdings, kann man wieder doch mal hier und mal da ein paar Gebiete mal annektieren und von daher, warum nicht sagen, um zukünftige Bedrohungen wenigstens so weit zu entfernen, dass man da seine eigenen Sicherheitskräfte permanent reinschicken kann, weil eigenes Staatsgebiet. Why not? Ne? Um den Ganzen so ein bisschen Herr zu werden. Aber ja, ich bin gespannt. Ich lasse mich da auch mal überraschen. Eins ist sicher, wir haben es natürlich wieder wie üblich mit Tod, Verderben, Gewalt, vielen zivilen Opfern, Toten auf beiden Seiten zu tun. Also
Ja, das so die Eigenschaften, die ein Krieg halt mitbringt. Ne? Ich muss euch da moralisch nichts predigen. Ihr seid lang genug mit mir hier unterwegs, dass ich euch dazu nicht mehr erzählen muss. Aber das so ein bisschen zu meiner Meinung, was da jetzt gerade ansteht und was ich als realistische Optionen ansehe. Ach ja, kurzer Wort noch zur Siedlungspolitik von Israel. Brauchen wir uns auch nicht drüber unterhalten. Ne? Israel siedelt, hat ja tatsächlich so seine Siedlung hier im Westjordanland vor allem prinzipiell aufgelegt und angelegt. Auch keine coole Geschichte, ne? Müssen wir uns auch nicht drüber unterhalten. Aber das ist so ein bisschen ja noch Nachwirkung auch sozusagen der Besatzung ehemals von Westjordanland, ne? Und da muss man auch sagen, ich bin immer Fan von klaren Verhältnissen. So, ne? Und so wie ich jetzt Fan davon wäre, oder was heißt Fan, aber wenn ich der Meinung wäre, als Israel solltest du jetzt mit Gazastreifen für klare Verhältnisse sorgen, so wäre ich auch doch hier dafür, dass du deine Siedler, Anführungszeichen, sonst gehen würde, zurückkast, weil gehört sie nicht. Nicht die feine englische Art. Ne? Hättest du das Ding wirklich haben wollen, hättest du einfach sagen müssen, dann damals nach dem Krieg gegen Ägypten da nochmal, diese Yom Kippur-Geschichte und was weiß ich, wie fühlte, Revanche-Feldzug, da hättest du sagen müssen, so Leute, Feierabend, vorbei, Gesamtpalästina, Gazastreifen, Westjordanland gehört uns, brauchen wir nicht mehr drüber unterhalten, fertig ist. Hätten die nichts gegen machen können. Aber ja, gut, wie gesagt, ist jetzt soweit geklärt das Thema. Ich bin gespannt, was da passiert. So, okay, ich rudere wieder zurück. Ich bin jetzt tatsächlich ein bisschen abgeschiffen, hat es auch einen Großteil wieder voll gefressen, aber ich wusste, das wird ja auch richtig, richtig Zeit fressen. So, ihr habt jetzt natürlich richtig, richtig viel zugeschrieben. Das kann ich euch natürlich auch nicht verdenken. Und da muss ich jetzt mal kurz eben schauen, wo bin ich stehen geblieben? Der 7-Tage-Krieg, na, war noch gewesen. Ja, das war auch noch so, also das ist auch noch so eine Geschichte. In 7 Tagen, wie viel da Bewegung drin war in der Geschichte, das ist wirklich krass. Ne, das war noch Blitz- und Konterblitzkrieg quasi vom Feinsten zu der Zeit damals gewesen. Ne, also das war jetzt nicht wie wir jetzt das kennen, mittlerweile sind wir wieder eher gewohnt, dass die Kriege so ein bisschen die Tendenz annehmen vom Ersten Weltkrieg, wenn wir auf Russland und Ukraine schauen, ne, so Pferdefronten, Stellungskrieg-Geschichte, das war richtig Bewegungskrieg. Da ging es richtig ab. 1500 bis 3000 Zivilisten werden noch geschrieben. Grüß die Restinator. Hi. Meines Wissens nach 24 Monate für Frauen, 30 Monate für Männer, was Wehrpflicht angeht. Auf jeden Fall ganz andere Zahl als bei uns. Israel-Diskussion, jo, musste ich machen, half nix. Hisbollah braucht, wenn das Iran auf der eigenen Seite, während das Zögern auch mit Biden und der USA dahingehend zu tun hat. Ja, wie gesagt, also ich behaupte auch, wenn Iran wirklich sagt, macht, also wenn Iran sagt, der Hisbollah macht, wird die Hisbollah auf Fresse kriegen. Wenn der Iran sagt, wir mischen selber ein, dann werden die Amis, glaube ich, sagen, Leute, so nicht. Ne, und also, pass mal auf, ne, wieder ganz radikale Meinung. Ganz radikale Meinung. Ne, ich bin ja ein Verfechter, ich mag meine westlichen Demokratien, ich mag meine marktwirtschaftlichen Systeme. Ich bin ein großer Fan von so Sachen wie Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, ne? Und demokratischem Wahlrecht und bin kein großer Freund von Diktaturen, so in primärer Sicht. Und ich bin aber auch der Meinung, dass in der heutigen Zeit ein politischer Wandel in den jeweiligen Ländern, wir haben es Iran ja zum Beispiel auch gesehen, oh, ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei Zero, der 2 Euro raushaut. Vielen, vielen lieben Dank. Meine argumentative Kette wird hier noch belohnt. Zero haut 2 Euro raus. Was sagt er denn? Kleine Spende am Morgen, Karaba. So kann es auch gehen. Vielen, vielen lieben Dank an der Stelle. Danke für die 2 Euro. Am Morgen ist es nicht, es ist noch am Abend, aber egal. Wo war ich jetzt gewesen? Ja, ich bin gerade ein Freund von Demokratie und so. Ich glaube, dass politischer Wandel dahingehend nicht mehr so richtig möglich ist. Zumindest in einigen Ländern ist das so eine vertrackte Situation. Wenn du da für diese diktatorischen Strukturen aufbrechen willst, braucht es einen interventionistischen Eingriff von außen. Ich weiß, es ist in der Vergangenheit auch nicht immer gut gegangen und da müsste auch für mich auch nochmal ein bisschen klarer Plan hinter. Ne? Ich sage ja immer, wenn du dich für eine Auslandsintervention entscheidest, dann muss das direkt mit dem Zeitmaßstab 20, 30 Jahre sein. Da musst du mal wirklich salopp für eine Generation, ne, musst du wirklich da sein, die Strukturen bilden, die Leute dafür auch erziehen, ne, dass du die alle Sachen dahingehend festigst. Naja, und wenn wir mal über das Thema Iran, wie gesagt, reden, ne, da gab es ja auch die Aufstände jetzt zuletzt, ne, wir erinnern uns dran. Ich weiß nicht mehr, wie hießen die damals vom iranischen Regime da hops genommen wurde, aber richtig. Fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein. Auf jeden Fall gab es da Unruhen, aber bewirkte nichts. Die Frauen müssen da jetzt auch wieder weiterhin, also
Es gibt noch welche Mutige, die trauen sich immer ohne Kopftuch auf die Straße, aber die Zahl ist jetzt deutlich kleiner geworden und da wird auch dann dementsprechend gesellschaftlich noch äquivalent angegriffen etc. Na, auf jeden Fall, es ist so eine Situation, wo du sagst, da wird keine Revolution so von unten heraus entstehen, ne? Und wenn du dieses System stürzen willst, und das solltest du aus meiner Sicht vielleicht doch echt in Erwägung ziehen, dann müsst du da rein und dann richtig rein. Und das wäre so eine Gelegenheit vielleicht, Cost America Great und so, aber das wäre so eine Gelegenheit, um da vielleicht wirklich nochmal reinzugehen, ne? Bedanke ich mich nochmal an der Stelle nochmal bei Zero. Vielen, vielen lieben Dank an der Stelle. Ich lese nochmal hier. Zero haut 1 Euro raus. Euro? Ja, gut, bei dir ist es am Abend. Bei mir ist es gerade 4 Uhr morgens JST, GMT plus 9 Stunden. Wo immer du in der Welt bist, aber viele Grüße in den Urlaub hinein. Genau, also dementsprechend guten Morgen an der Stelle zu dir. Da hinten hin, ich bin jetzt noch wieder am Belegen, genau. Also das Ding ist, momentan ist ja noch so, also wenn ihr Diktatoren stürzen wollt, dann ist jetzt noch sozusagen der Zeitpunkt, solange der Iran noch keine richtig krassen und weitreichenden Nuklearwaffen hat, ne? Ich sag mal, in den 90ern zum Beispiel, die US-Amerikaner haben ja damals, ich glaube unter Clinton war das gewesen, ich meine, es wäre Clinton gewesen, sie haben sehr, sehr deutlich drüber nachgedacht, in Nordkorea einzumarschieren und zu intervenieren, um das System dort hinten zu zerschlagen. Weil ihr wisst ja vielleicht noch damals so, diese Hungersnot, die ja unter anderem lief und so, ne, und das Atomwaffenprogramm, was die Nordkorea damals angefangen haben aufzufahren, beziehungsweise in der Entwicklung waren für Nuklearraketen, da haben sie effektiv nachgedacht, ob sie das Regime nicht da weghaben wollen, ne, haben sich damals gegen entschieden, ne, und auf Verhandlungen gesetzt mit dem Ergebnis, dass die da hinten jetzt Nuklearwaffen haben und immer wieder in schöner Regelmäßigkeit die Welt bedrohen können. Ne? Und wenn du sowas verhindern willst, ist das jetzt noch so ein Zeitpunkt, weil momentan Teheran noch nicht über diese maximale Schlagfähigkeit verfügt, um das Ganze, um die ganze Welt dahingehend Angst und Schrecken zu setzen. Ach ja, übrigens natürlich China auch kontra Israel an der Stelle, was aber, ich glaube, eher mit der Verbundenheit zum strategischen Partner Iran zu tun hat. Aber gut, okay, das nochmal ganz kurz dazu. So, wo war ich stehen geblieben? Weiter geht's. Wenn die Israelis reingehen, werden die massiv Leute verlieren. Ist klar. Das ist kein Zuckerschlecken da hinten, ne? Aber ich, alter Prinzipienritter, ich würde mich jetzt hoch zu Ross schwingen. Weil das ist jetzt eine Gelegenheit und Situation. Es könnte dich am Ende schlimmer kosten, wenn du es nicht tätst, glaube ich. Ja, eins auf Israels Seiten, der Westen eh. Ja, wie gesagt, lassen wir mal so stehen. Scholz braucht mich als Integrationsminister mit der Aufgabe, den Antisemitismus in Deutschland zu bekämpfen. Oh, das ist auch rotzfrech. Das ist auch rotzfrech, ne? Diese Pro-Palästina-Proteste, ne? Also wirklich, ich frag mich. Also ich habe Verständnis für die Leute, die aus der Ecke kommen, dass die sagen, die sind jetzt nicht Fan davon, dass Israel da reinrennt und vielleicht deren Verwandten umlegt, ne? Also wenn auch nur als Kollateralschaden, ne? Weil gezielt werden sie es jetzt nicht machen, aber das verstehe ich, wenn du dagegen protestierst, ne? So ein bisschen. Aber die Umstände sind so, und gerade im Verbund mit der deutschen Geschichte, wir dürfen es nicht erlauben, dass offener Antisemitismus auf unseren Straßen rumrennt. Dürfen wir nicht. Geht nicht. Absolutes No-Go. Ne? Und da müssen wir eigentlich auch. Okay, da trete ich jetzt vielleicht ein bisschen drüber. Ja, da müssen wir mit den Polizeikräften auch diese Demonstration zur Not auch mit Knüppeln auflösen. Ne? Aber so eine Frechheit in einem Land mit unserer Geschichte, mit unserer Vergangenheit dahingehend, ne? Da fällt mir auch nichts mehr so ein. Echt frech, frech! Ich grüße übrigens noch den Lappen, Grüße. Und Gaza, da steht schon nichts, sagt Manu. Ich puste da die Häuser mit Husten um. Ja. Gut, aber wir haben Stadtschlachten, Tunnelkämpfe, ja. Das, also schön ist das alles nicht. Bin toll YouTube-Schauer, habe ich jetzt endlich mal live erwischt. Ja, tipptopp. Herzlich willkommen. Vielen lieben Dank fürs Vorbeisehen. Eigentlich, wurde noch geschrieben, kann Israel nur ein Marionettenregime in Gaza errichten und Militär aufrechterhalten. Was soll sonst aus dem Hohen Gazas werden? Die will niemand haben. Ja, der Marionettenregime glaube ich auch nicht. Also wie gesagt, wenn. Nimm's dir ganz. Mach gleich, nehme Köpfen beim Marionettenregime. Das ist auch eine Scheiße, die geht nur nach hinten los. Ne? Also so kontrollierte Regime. Ne? Und gerade wenn ihr überlegt, das ist ja auch alles, das ist ja auch hochmuslimisches Gebiet. Ne? So. Und von daher, mach nehme Köpfen.
Also meine Sicht zumindest. Wann kommt mehr Fortnite? Es kommt Fortnite dann, wenn ich also wirklich meinen letzten politischen Sachverstand abgegeben habe und euch gar nicht mehr in der Lage bin, irgendwas beizubringen. Hast du jetzt das U-Boot zurückgeordnet? Nein, machen wir es gleich noch. Israel muss mit der Fatah zusammenarbeiten. Das ist übrigens, also die Fatah ist diese gemäßigte Kraft im Westjordanland. Wenn sie Frieden haben wollen. Sind keine Freunde, aber sie können nicht mal koexistieren. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, mit der Partei im Westjordanland kann man sich ein bisschen arrangieren. Mit dem, was da hinten abgeht, gar nicht. Sollen die USA dem Iran in den Krieg geraten, wird China, denke ich, Taiwan angreifen. Weiß ich nicht. Puh, wenn die Streitkräfte ein bisschen gebunden sind. Also sagen wir, ich weiß nicht, wie weit die chinesischen Vorbereitungen sind, aber das wäre tatsächlich kein ungünstiger Zeitpunkt wahrscheinlich. Aus chinesischer Sicht. Aber wir haben ja auch schon bewiesen, selber mit Taiwan, dass man den Angriff durchaus standhalten kann und China auch einen Bumerang schicken kann. Wenn auch nur einen kleinen, aber einen Bumerang. Hat gereicht. Meine generelle Lösung wäre einfach, dass Israel das Westjordanland, Gaza und die Golanhöhen in Israel eingliedert. Denn dann werden de facto keine Siedlungen mehr nötig. Die arabische Bevölkerung wird besser gebildet sein, reicher sein und sich besser entwickeln. Ja, gut, aber das sieht man mit der religiösen Sicht nicht. Und außerdem wäre das tatsächlich ein bisschen too much. Also mit dem Gaza-Streifen, das sehe ich jetzt selber. Und das wäre für mich jetzt auch gerade aktuell legitim. Das andere käme jetzt für mich an der Stelle nicht in Frage. Ne? Sie haben ja jetzt auch ja sehr viel so gesehen besetzt, da einfach auch so viele Staaten den Krieg erklärt haben. Deswegen kam das mit den riesen Besetzungszonen ja zustande. Ne, weil da hat ja jeder Bock gehabt, gegen Israel anzutreten. Syrien war da mit bei, Jordanien war mal zwischendurch mit bei, Ägypten war mit bei, Palästina sowieso. Ne, und so kam die Geschichte ja zustande. So, wer auf Interventionskriege setzt, verliert, sagt Manu. Ich weiß, du bist da gar kein Fan von. Da haben wir ganz strikt geteilte Meinung, was das angeht. Ich glaube, das kann gut gehen. Grüße Fabian, hi. Du musst da reingehen, das steht außer Frage, aber es wird blutig. Ja, das glaube ich auch tatsächlich. Was ist bisher passiert? Viel Israel-Diskussion, das stimmt. So, wohne in Sachsen. Antisemitismus ist Tagesordnung. Jeder vierte hier, so eine komische Verschwörung Israels, Judengeschichte. Rothschilds hast du nicht gesehen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen übertrieben. Also, ich glaube, also zum Beispiel auch die AfD. Ich glaube, die AfD speist sich ja nicht aus dem Antisemitismus, wie zum Beispiel damals die NSDAP. Die AfD speist ja sehr aus dem Anti-Muslimtum. Ne? Also, ich sag mal, die größten Feinde der AfD, kulturell, rassisch gesehen, ne? Irgendwie, wenn man das so verpacken mag, das ist ja alles, was an Einwohnern aus dieser Ecke hier ungefähr kommt. Das ist so die Staaten, wo sie sagen, ey, auf gut Deutsch bleibt zu Hause. Ne? Von daher, also das geht daher. Gaza, Westjordan zu Palästina und einer Fatah-Diktatur. Besser geht nicht. Naja, weiß ich jetzt auch nicht. Ich bin ja für eine Diktatur, bin ja sowieso immer kein Fan. Aber gut, okay. Das zum Thema Israel. Jetzt muss ich nochmal kurz einen Schwenkerle machen, zurück zu Taiwan. Ja, wir beschäftigen uns dann jetzt tatsächlich in der nächsten Folge. Sorry, jetzt muss ich tatsächlich wirklich, also Israel geschehen, anhand der akuten Situation musste ich das mit aufnehmen. Ihr kennt das, es hilft ja nichts. Werden wir dementsprechend in der nächsten Folge dann mit Taiwan komplett durchstarten. Aber ich denke, es war auf jeden Fall hilfreich für euch und ihr konntet da vielleicht noch ein paar Sachen von mitnehmen. Bildet euch am Ende eure eigene Meinung darüber. Ne? Ihr müsst meine nicht übernehmen, dazu seid ihr nicht verpflichtet oder verdammt. Ne? Aber ich denke, ich habe zumindest meine Meinung ganz gut begründet und argumentiert. Gut, Ladies and Gentlemen, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Jetzt an der Stelle wie ein halber Podcast, aber soll's. Denkt an den Daumen nach oben für die Folge, denkt an Kanabo, denkt an Twitch-Follow etc. pp. Wir sehen uns bis denne. Haut rein und ciao.